Paulchen ist des ewigen Laufens müde, so beschließt er, auch ein Auto sich zu kaufen. Pfoten, Füße, wenn auch von besonderer Güte, nutzen alle sich allmählich ab beim Laufen. Gar nicht übel, nur ein bisschen teuer. Na, den Preis, da muss man korrigieren. Oder wäre am Ende doch am billigsten ein neuer? Nur, wir wollen mal so eine Kiste ausprobieren. Nett ist so ein Brett mit Armaturen, Knöpfen, Zeigern und diversen Uhren. Ganz besonders, wenn man nichts versteht. Ob Musik kommt, wenn man daran dreht? Das Spiel an vielen Knöpfen, wenn auch nicht an allen, ist zur Zufriedenheit von Paulchen ausgefallen. Er trennt von seinem Geld sich haufenweise und in des Mannes Kasse klingelt's leise. Ich bin noch nie in China gewesen. Was für Autos fahren denn die Chinesen? Welche Farbe hat denn die Karosserie? Ob die wohl alle gelb sind? Wie? Nein, das geht nicht. Wenn die gelben Sandstürme wehen, wären die gelben Autos ja nicht mehr zu sehen. Paulchen meint, wenn er nun schon eines besitzt, wird sein Auto natürlich rosa gespritzt. Du liebe Zeit, was für ein Schlitten. Also ehrlich, da könnte man wirklich mittendrauf Kaffee trinken. Na, das Tee zu sehr stinken. Fest steht, wer so Riesenautos fährt, hat von Rücksicht nehmen noch nie gehört. Na sowas, selbst die Dame Seidenstich lässt Dampf und üble Rüche hinter sich. Dabei schickt sich's doch überhaupt nicht für sie. Sie betreibt in der City eine Parfümerie. Hätte man der Dame sowas zugetraut? Da bricht sie durch, die alte Rockerbraut. Das haben im Städtchen die meisten vergessen, aber die Seidenstich hat mal 4 Jahre gesessen. 4 Jahre? Ja, ja, Trunkenheit am Steuer und Raserei war früher auch schon teuer. Das dachte ich bestimmt, dass das ein böses Ende nimmt. Dass dieses schlimme Frauenzimmer Tricks sind, die unter feinen Leuten ganz unmöglich sind. Dass kurz vor Schluss der Himmel doch ein Einsehen hat, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Aufs Autofahren leistet Paulchen gern Verzicht. Ob durchgebrannte Füße oder nicht.